Wir vom Styrion sind Mitglied im VDE, weil wir mit unseren E-Scootern attraktive und nachhaltige Mobilitätsoptionen bieten möchten. Wir sind ein Kölner Startup, wir sind eine Ausgründung aus der TH Köln. Das Projekt ist entstanden im Jahr 2017 circa. Styrion ist ein Hybrid aus E-Bike und E-Scooter. Inzwischen gibt es zwei Styrion-Modelle. Unser erstes Styrion-Modell, die S-Modelle, verfügen über eine patentierte Allradlenkung. Das erzeugt ein besonders dynamisches, agiles Fahrverhalten, ist zu vergleichen mit dem Skifahren oder den Carven auf der Straße. Macht mega viel Laune, sagen immer, dass der Fahrspaß für die Individualisten. Und zudem haben wir jetzt unsere neuen Styrion C-Modelle. Die sind sehr vergleichbar mit dem Fahrgefühl eines Fahrrads. Also einfach draufsetzen, Gas geben und losfahren. Das ist wirklich dann auch Fahrspaß für alle und ein besonders komfortabler und einfacher E-Scooter. Gemeinsam mit dem VDE verfolgen wir das Ziel, Mikromobilitätskonzepte der Zukunft anwendergerecht und sicher zu gestalten und am Markt anzubieten. Die Fahrzeuge bauen wir selber zusammen in Köln. Jedes Fahrzeug wird von uns persönlich selbst zusammengeschraubt. Dadurch haben wir eben die Qualität der Fahrzeuge und die Qualität der Produktion selber in der Hand und können uns dadurch auch auf die Fahne schreiben, dass wir ja, mit 100%iger Sicherheit ein sehr hohes Qualitätsniveau unseren Kunden bieten. Zum VDE sind wir gekommen durch die VDE Ideale Zukunftschallenge. Da waren wir damals, ich glaube im Jahr 2018, Finalteilnehmer und waren einer der drei Sieger und durften dann mit dem VDE zusammen nach China reisen. Das war eine sehr interessante Reise, konnten dort auch unsere eigenen Geschäftsbeziehungen weiter ausbauen und in dem Zuge hat sich dann eben auch eine weitere Kooperation ergeben, insbesondere bei Produktprüfungen, unter anderem da die EMV-Prüfung hervorzuheben, die essentiell ist für unser Produkt, damit wir das Produkt auch am Ende auf dem Markt verkaufen dürfen. Und eine andere Schnittstelle, die wir jetzt hatten, war das Thema Bedienungsanleitung. Die haben wir auch von null auf aufbauen müssen. Und dort konnten wir eben auch von der Expertise des VDEs sehr profitieren. Wir sehen die großen Herausforderungen der Zukunft im Bezug auf das Thema Mobilität, insbesondere beim Klimawandel und den lokalen Emissionen. Hier kann die E-Mobilität oder auch die Mikromobilität Abhilfe schaffen. Doch wichtig ist, dass auch in einem größeren Rahmen der VDE hier durch neue Standards und neue Normen eben die wichtigen Rahmenbedingungen setzt, dass diese Herausforderung auch von allen Marktteilnehmern gelöst werden kann. In 5 Jahren wollen wir führender Hersteller von faltbaren Kleinkrafträdern sein und sehen dabei den VDE als besonders starken Partner an unserer Seite.